Auch nicht. Genau. Dann kommen wir jetzt zu Ubisoft. Die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht waren, meiner Meinung nach. Außer dass sie nichts mit Rayman gemacht haben. Wie immer. Zuerst Star Trek Bridge Crew, ja. Ein VR-Spiel, in dem ihr, wer dachte das, die Typen halt von Star Trek spielt in den verschiedenen Schiffen. Ihr übernehmt dann halt so Kampf. Einsetzen und so ist halt Koop und man braucht nur vier VR-Brillen dazu und einen dicken PC. Das heißt, Das Spiel kauft sich kein Mensch, spannend. 4x800 plus 1,5 für den PC. Ihr habt dann noch scheiß Grafik, weil dann vier VR-Brillen dranhängen. Also, das Spiel wird sich keiner kaufen. Star Trek ist sowieso schlechter als Star Wars. Hat er nicht gesagt. Und deshalb wird sich's keiner kaufen. Es ist halt wieder so eine VR-Spielerei. Wie gesagt, ich bin auch immer arg skeptisch bei VR, da das einfach viel zu teuer ist. Aber es Also, ist schon krass, vier VR-Brillen das. ich meine, wenn es jetzt für Wii U wäre, okay, vier Wii-Controller, Happy Birthday. Und zwar auch 200 € weg, aber halt, ich meine, 4x800 plus PC ist einfach ganz. Wer soll sich sowas kaufen? Ich weiß auch nicht, was sie sich Also, dabei denken. wenn du schon drei Ferraris in der Garage hast und dann nicht mehr weißt, was du mit deinem Geld machen sollst, okay, aber sonst, wer soll sich das kaufen? Ganz ehrlich. Was ist das auch für eine LAN-Party? Du sitzt dir gegenüber, alle sehen die anderen nicht, weil sie vier so beknackte Brillen aufhaben. Ja, da kann ich auch über online zocken. Also, Das stimmt und halt ein echt. besseres Spiel spielen. Die Kampf ist halt Irgendwie echt Star Wars gut. Battlefront oder so. Also, einfach. Nein. Ganz ehrlich. Warum lohnt sich das ja auch gar nicht? Ich meine, wenn das Spiel wenigstens so richtig, richtig fett wäre, aber das ist ja dann nicht mehr so geil. Ich meine, da spielst du einmal au alle Aufträge. Vor allem, du musst Kampfaufträge, okay. Da sagt dann einer, Schiff 3 Meter nach rechts. Okay, wir schießen die Bordkanone ab. Aber es gibt auch Logistikaufträge. Wie langweilig ist das denn, Alter? Ja. Okay, wir fliegen jetzt 2 Stunden zu viert durch den Weltall. Okay, wir sind angekommen. Geil, nächste Mission. Da ist doch kein Wiederspiel wert. Ich meine, da spiele ich lieber zu viert Mario Kart. Da kannst du dich wenigstens gegenseitig noch anschreien oder keine Ahnung. Aber sonst einfach nicht sinnlos. Ja, kann ich zustimmen. Genau, dann noch For Honor. Ja, das meiner Meinung nach auch immer einfach frech geklaut ist bei Chivalry oder wie das heißt. Und es hat jetzt eine Singleplayer-Kampagne, bei dem sich Wikinger mit Samurai geschlägert haben. Und naja, irgendwie ziemlich dämlich, meiner Meinung nach. Also nicht so geiles Setting und so. Wie wär's mal mit Auswählen? Ja, hier Hyrule-Piste. Genau, also auch nicht so geil. Ja. Mach du aber noch kurz Ubisoft zu Ende. Achso, ja, genau, da haben wir Steep, ein Open World, extrem Wintersport, was weiß ich was. Das heißt, man kann Ski, Paragliden und so Wingsuiten. Heißt es Wingsuiten? Egal. Halt Berge runterfliegen, also so die Alpen und dann so voll coole Community-Dinger. Du kannst auf Facebook teilen, wie du auf die Fresse fliegst. Du kannst auf Facebook teilen, wie du einen Berg runterfährst. Boah, Also, was für ein geiler Scheiß. genau. Also, ihr könnt euch auch für 2,99 Shaun White Snowboarding kaufen. Das ist genau dasselbe Spiel, nur schon ein paar Jahre alt. Und naja, es hat keine tollen Community-Features. Also, dieses Spiel ist meiner Evolution, Meinung ja. nach einfach langweilig. Ach Also, Quatsch. das macht vielleicht eine halbe Stunde Spaß. Dann lass dich einmal kaputt, wie dein Typ auf die Fresse fliegt. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Meiner Meinung nach. Ja, das stimmt halt echt. Also wie gesagt, wenn ihr Bock auf ein Wintersportspiel habt, holt euch Shaun White's Snowboarding, das ist ganz witzig. Und kostet auf PlayStation, glaubt, 8 € oder so. Also auf PS3. Ja. Ja, was? Was sollte so ein Wir kommen jetzt. abschließendes Jahr sein, weil ich gerade richtig fett auf die Fresse bekommen habe. Achso. Kurz mal Frust rauslassen. Genau, dann haben wir South Park, The
Fractured Butthole. Ich meine, der Name sagt schon alles. Ist halt South Park, ne? Ist halt South Park. Das Spiel wird halt so ähnlich wie Ding. Wie Stab der Wahrheit, was es schon ziemlich witzig war. Hat halt kranken Humor wieder. Und es macht sich halt so ein bisschen über dieses Marvel-Superhelden-Ding lustig. Gerade so mit den durchgeplanten Filmen im Trailer und so. Also ist halt witzig, ist halt South Park. Man muss halt auf diesen Humor spielen, aber wenn dann, ist es halt ein ganz witziges, klassisches Rollenspiel eigentlich. Weil schön mit South Park verpackt, witziges Setting, also ich denke, das würde. Wenn man diesen Humor mag, dann wird es auf jeden Fall wieder richtig gut, denke ich. Ja, da kann ich dir zustimmen. Man muss halt echt auf South Park spielen, aber. Ja, klar, das ist sowieso, wenn man South Park ist halt ein bisschen. Naja, ihr werdet South Park so alle ungefähr kennen. Ja, denke ich auch. Oh Mann, deine Kack-Item hinten dran. Ja, da hört diese scheiß Pilz natürlich direkt auf, wenn ich über die Grüne. Genau, das nächste ist dann Trails of the Blood Dragon. Noch so ein bisschen so ein verarschtes Spiel. Trails ist ja eigentlich diese Motorrad-Wirklichkeitsdings da. Ja. Ist ja schon so ein bisschen in Zukunft mit Trials Fusion. Macht jetzt aber, macht sich jetzt eigentlich wie, Far Cry Trail Blood Dragon. Macht sich eigentlich so über diese 80 Jahre. Zukunfts-Action-Filme lustig. Ist halt so richtig auf Trash gemacht, ist aber halt eigentlich ein grundsolides Spiel. Also ich denke, das ist halt einfach witzig zum Spielen. Das ist halt einfach aus Dummheit entstanden, meiner Meinung nach. Halt, wenn du die ganze Zeit Division und so einen Scheiß machen musst, dann musst du halt irgendwann mal deinen Frust rauslassen, dann kommt halt sowas raus. Also, Far Cry 3 Blood Dragon war schon witzig, kann ich jedem empfehlen, und damit wird das Spiel eigentlich auch lustig, weil Trials ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Also ich denke, das ist eigentlich, man darf das Spiel halt nicht ernst nehmen, aber sonst ist es halt ganz witzig, denke ich. Also ich denke, das kann auf jeden Fall auch was. Und dann noch Watch Dogs 2. Da spielt ihr in San Francisco, sah im Trailer eigentlich genauso aus wie der erste Teil. Du hast halt einen Hacker, der so ein bisschen brutal ist, aber diesmal dunkelhäutig. Bisschen klischeehaft, meiner Meinung nach. Und das ist halt wieder so hacken. Ich glaube, es ist wieder. Also, diesmal war sogar der Trailer scheiße. Beim letzten war ja wenigstens noch der Trailer. Also, ich denke, es wird wieder so ein bisschen verkackte GTA-Nachmache, meiner Meinung nach. Sorry, Ubisoft, ist aber so. Watch Dogs funktioniert einfach nicht. Ja. Also. Genau, dann kommen wir jetzt zu Sony, ja, als nächstes. Da darfst du jetzt mal weitermachen. Ja, einen Augenblick. Ich muss. Ja, egal, ich sag noch ganz kurz was zu EA, was ich noch mal im Gedächtnis hatte. Und zwar machen die jetzt ja auch so ein neues Programm, ich weiß nicht, hieß es Origins oder irgendwie sowas? Originals, glaube ich. Ja, genau. Origins, ja, das ist das, dass die Indie-Entwickler unterstützen. Fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und zwar, weil sie eigentlich Rocket League verpasst haben, wollen die sich quasi den nächsten großen Indie-Titel damit sichern. Genau. Da. Fand ich das lustig. Sie haben halt so gemeint, so, ja, sie wollen Indie-Entwickler unterstützen, also die kriegen halt ein bisschen Geld und so. Und aber der Großteil der Einnahmen geht trotzdem an die Indie-Entwickler, ist ja ganz nett und so. Und dass sie halt damit halt den großen Indie-Titel wie Rocket League haben wollen. Und dann hat der Rocket League-Entwickler halt so gemeint, so, ja, sie hatten damals bei EA angefragt, die wollten es aber nicht, weil die gesagt haben, das wird eh nix. Und das war halt so, so ein bisschen der Gag an der Sache. Ja. Okay, aber jetzt habe ich nachgeschaut, und zwar steht God of War 4 auf meiner Liste. Genau, sie haben extra gesagt, es ist nicht God of War 4, sondern es ist God of War A New Beginning, aber es ist God of War 4. Ja, und es ist halt God of War, also kennt man ja schon aus den Teilen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von den Serien, von der Reihe, muss ich sagen. Nee, ich fand immer, die war eigentlich relativ langweilig, aber trotzdem irgendwie ab 18 geratet. Ja, die waren immer ab 18, ich weiß gar nicht, wieso. Genau, und das spielt jetzt halt statt der griechischen Mythologie in der nordischen Mythologie. Man hat aber trotzdem noch den gleichen Hauptcharakter, also einen aus der griechischen Mythologie. Aber ich meine, what the fuck, jetzt ehrlich. Und sind bei den Griechen die Storys ausgegangen, machen wir mal nordische. Aber der Hauptcharakter war eigentlich ganz geil. Dann wechselt der jetzt einfach mal die Mythologie. Weil die griechische Mythologie sagt ja auch, die nordische herrscht nebenher. Ja. Also ich meine ganz ehrlich, was haben die sich dabei gedacht? Wenn schon A New Beginning heißt, dann nimm doch auch einen scheiß neuen Hauptcharakter, der da reinpasst. Und das Einzige, was jetzt der Unterschied ist, dass er jetzt einen längeren Bart hat. Wow, wie hieß der nochmal? Kratos, glaube ich, oder? Kratos. Ah ja, stimmt, steht auf dem Zettel drauf. Also wie gesagt, God of War, ja.
Okay, dann Days Gone ist mal wieder ein Zombie-Spiel. Das hat man, glaube ich, hat man das heute schon? Ja, ich glaube 3 oder 4. Aber ich meine, Zombie-Spiele, da kriegt man nie genug davon oder so. Ja, natürlich nicht. Also, wie gesagt, wie ein Zombie-Spiel. Wie in World War Z hast du geschrieben. Ja, viele Zombies auf World einmal, War ja. Z. Das ist schon. Dafür hast du halt eine dickere Waffe und ballerst dann halt so ein bisschen durch. Sie haben gesagt, es soll so ein bisschen Nachfolge von Last of Us werden, so vom Gameplay her, aber Ah, überhaupt nicht stimmt. nach Last of Us Ja. aus, weil Last of Us, Survival Horror, Days Gone, viele Zombies rennen auf dich zu, es ist hell, du hast eine dicke Waffe und dann. Ja, Naja. also sie hatten ja, wie gesagt, gemeint, dass es quasi The Last of Us 2 wird, aber das bezweifle ich sehr. Ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Ja. Dann haben wir als nächstes, das wurde 13 Sekunden, Death Stranding. Das ist ein Typ, der von der Krabbe angesprungen wird. Und das Einzige, was das Spiel eigentlich kann bisher, ist, dass es von Hideo Kojima ist. Also, es wird wieder geistig behindert, bisschen, also ein bisschen abgefuckt. Und es steht auf jedem Brötchen im Spiel wahrscheinlich Directed by Hideo Kojima. Und das war's so ziemlich. Bestimmt fühlt sich jetzt wieder irgendjemand mega angegriffen, aber sorry, ich kann mit dem Typ nichts anfangen. Also, dem sein Spiel ist weder noch weder besonders genial noch innovativ, noch sind die Storys irgendwie schlüssig oder machen irgendeinen Sinn. Also, toll, wenn ich jetzt irgendjemand am Bein ans Bein pinkel, aber. Also, ich kann schon verstehen, dass die den nach 30 Jahren irgendwann loswerden wollen. Ja, so ein bisschen. Also. Jetzt kann er halt nicht mehr seine alte Reihe fortsetzen, ne? Ja. Also, keine Ahnung. Ja, gut, als nächstes, keine Ahnung, ich kann nicht auf die Liste schauen zur Abwechslung Da mal. waren halt noch so ein paar kleine, na, was heißt kleinere Sachen, aber halt Sachen, die auf der Sony PK gezeigt wurden, weil die Entwickler zu faul waren, um eine eigene PK zu machen. Resident Evil zum Das war Beispiel. Resident Evil 7. Sagen jetzt wieder. Die haben jetzt nach zwei Teilen gemerkt, oh, das kommt bei den Fans vielleicht doch nicht so geil an, wenn ein Zombie dasteht und auf einmal fährt ein Panzer durch die Wand. Deshalb machen sie jetzt wieder ein bisschen mehr Survival-Horror. Also es soll sich wieder mehr an den ersten Teilen orientieren. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich finde Resident Evil jetzt nicht so spannend. Soll sich so auch so ein bisschen an PTL, also an dem neuen, was war es, Silent Silent Hill, Hill, ja. das eingestellt wurde, weil die keinen Warum? Bock mehr auf Hideo Kojima hatten. Wobei Und die Dingens, diesen Demo-Trailer, den man damals zocken konnte für die PS4, der sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. ja, also es kann schon was werden, aber Aber keine Ahnung, ich bin eh nicht so der Horror-Fan insgesamt, also und dann noch Zombies, kann ich einfach nichts mit anfangen. ja, gut. Also keine Ahnung. Läuft da. Nice. Okay. Was ist da noch? Ah, mal wieder ein COD, das gibt's natürlich auch nie. Genau, das wurde halt noch ein bisschen mehr zu Call of Duty Modern Warfare Remastered gezeigt. Das kriegt man dazu, wenn man die Specialhafte Edition von Infinite Warfare kauft und es sah im Trailer zwar besser aus als das Original, aber wirklich schön war das noch immer nicht. Also da war Battlefield 3 schon schöner, meiner Meinung nach. Und sogar Black Ops 3 war schöner. Also ich weiß nicht, was sie noch viel remastern wollen. Modern Warfare ist an sich nicht schlecht, aber ob das jetzt ein Remaster benötigt hätte, bezweifle ich jetzt mal. Genau. Dann kam als nächstes noch Final Fantasy 15. Und ich kann Final Fantasy leider auch nichts ab. Also, das ist mir einfach auch zu abgedreht. Keine Ahnung. Ja, aber so ein bisschen schon. Ja, und die fahren mit dem Auto rum, auf einmal kommt so ein fetter Typ und die kämpfen mit Schwertern gegen den. Dann haben die auf einmal fliegende Autos und die haben so 90 Jahre Boygroup her bis Dieses vorne. Setting ist halt Oh. irgendwie ein bisschen sehr, sehr komisch. Also, ne, einfach. Okay, ich hatte, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, noch die Spider-Man vergessen, was noch angekündigt wurde. Ah ja, stimmt. Die neue Marvel-Offensive hier, ja. Genau, die sagen jetzt,
Aber wir machen jetzt keine Spiele mehr zu den Kinofilmen, also drücken einfach irgendwelche Trash-Games raus, sondern wir machen jetzt richtig geile Spiele, so wie The Batman. Genau, die wollen sie auch noch Batman Arkham auch alle machen. Genau, und es wurde halt ein Spider-Man-Spiel angekündigt, von dem man bisher gesehen hat, wie Spider-Man, wie bei den alten PS2-Teilen, die eigentlich gar nicht so schlecht waren, ein bisschen jumped. Durch die Gegend jumpt und das war es eigentlich. Es sieht nicht schlecht aus, ich bin halt kein Spider-Man-Fan, von daher wird es überhaupt nicht ansprechen. Ich fand den ersten Spider-Man-Film nicht schlecht, aber das war es dann auch. Also daher. Ja. Wirklich. Ach, sah halt nach einem ganz guten Open-World-Spiel aus, wo man halt so ein bisschen Spider-Man sein kann, aber so nach Ultra-Qualität-Dings sah es jetzt auch nicht aus. Als das sollten wir nochmal angesprochen haben. Ja. Dann kommen wir zu dem, was uns eigentlich als einziges so bisher interessiert, auch so, glaub bei mir, Battlefield 1. Und zwar natürlich Nintendo. Ja. Davon auch nur die Hälfte. Weil es wurde ja tatsächlich nur Pokémon und The Legend of Zelda Breath of the Wind gezeigt. Of the Wild. Also erstmal müssen wir unsere kleine PK-Story erzählen, vor allem Simon. Oh ja, das war halt so. Die hat ja 18 Uhr angefangen, die PK von Nintendo. Und keine Ahnung, ich dachte halt so, ja gut, schauen wir uns so an, natürlich, wegen Nintendo und so. Und danach kam man zuerst dieser Zelda-Trailer, der ja wirklich verdammt geil aussah, wie ich finde. Der ging erst 3 Minuten, glaube ich. Genau, so 3 Minuten ging der irgendwie. Und danach kam mir so, okay, before we want to go on with Zelda, we shortly want to say something about Pokémon. Dachte ich mir so, okay, machen wir jetzt noch kurz das. Dann fangen die so an, Viertelstunde vorbei. Ich denke mir so, okay, ja, ist auch gut wieder, müsste ja gleich vorbei sein. Vor allem das Beste war, es waren 4 Leute auf der Bühne. 2 davon waren Japaner, die durchgehend Japanisch geredet haben. Ohne ja, genau, das war das Geilste. Das heißt, man hat nichts verstanden einfach. Und danach, ich musste halt um 6:45 weg. Und danach dachte ich so, hoffentlich noch bitte irgendwas zu Zelda. Und nein. Nein. Also sie haben... Und dann war 18:50. Simon war gerade off, dann... Kommt kurze Pause und dann kam The Legend of Zelda. Gerade als ich weg musste. Alter, der ist so ausgetickt auf WhatsApp. Ja, bin ich auch, hallo, was soll die Scheiße? Genau, also Pokémon sah aus wie bisher, nur dass es jetzt noch so einen Party-Modus gibt, ja, der mega bunt aussah, so halt nach wie Party eigentlich und wo man dann halt so ein bisschen gegeneinander so, ich hab die geilere Pokémon, nee, ich hab die geilere Pokémon. Von Pokémon habe ich da gar keine Ahnung. Genau, ja. Und es ist halt wie jedes andere Pokémon auch, also... Es interessiert uns genauso wenig wie alle anderen Pokémon auch und daher müssen wir jetzt über Zelda reden, ja? Ja. Also bei Zelda habe ich mir hier die ganzen Neuerungen mal alle noch aufgeschrieben. Ich habe die ganze Scheiße im Nachhinein alles noch angeschaut. Mhm. Also was jetzt halt neu ist, dass es viele Gegenstände als Waffen gibt und dass es auch Rüstungsteile gibt. Okay, gab es da davor? Naja, mehr oder weniger eigentlich nicht. Eigentlich hast du ja auch ziemlich früh diese Heldenrüstung gekriegt. Ja. Und die Waffen verlieren jetzt durch Benutzung Haltbarkeit. Das gab es in Skyward Sword schon so ganz bisschen, da gab es ja die Schilde mit so einer Lebensleiste. Aber an sich gab es das auch noch nicht so wirklich in Zeldas. Hm. Und man kann springen, das finde ich auch lustig. Es gibt einen Springknopf, das gab es auch davor noch nie. Ja, man kann jetzt auch tatsächlich so klettern und so. Ja, genau. Vor allem, man kann klettern. Also man kann so richtig hochklettern, nicht so wie bei Skyrim, dass man sich dann so 2 Stunden hochpackt mit Springen. Sondern man kann tatsächlich richtig klettern, aber es hat auch so eine kleine Survival-Komponente tatsächlich. Man kann nämlich Äpfel sammeln und Stöcke und Bäume töten und Sachen anzünden. Kochen, ja, kann man auch. Und kochen, genau. Und man kann halt bestimmte Sachen kombinieren an so einem Kochherd, dann kriegt man auch Bonuseffekte. Und Alter, das Spiel hat ist ja Open World und das hatte so eine geile Grafik, also... Sie passt mega gut, das ist so ein Mix aus Twilight Princess und Skyward Sword. Weil Skyward Sword Grafik hat mir nicht so mega gut gefallen. Und Twilight Princess fand ich richtig episch. Weil es halt relativ, ja, realistisch mehr oder weniger aussah. Aber das ist so ein Mix aus, so ein bisschen Comic-Stil und Cartoon, das sieht ziemlich geil aus. Das sieht ziemlich geil aus und, also es sah auch gut aus, es hat nichts geruckelt, gar nicht. Ja. Es wurde tatsächlich auf der Wii U gespielt, die Demo. Alter, es sah einfach verdammt gut aus. Also. Das stimmt. Es gibt sogar eine Sprachausgabe jetzt. Ja. Nur für Link nicht. Also, was heißt, für die meisten gibt es keine Sprachausgabe. Aber halt für so ein paar Zwischensequenzen gibt es halt Sprachausgaben, außer für Link. Und ich denke, Also, es wird jetzt natürlich mehr Zeit fressen als bisher. Und.
es nähert sich halt anderen Rollenspielen so ein bisschen an von der Art her. Es ist so ein Mix aus Zelda und Skyrim quasi. Ja, genau. Aber ich fand einen mega geil. Ich bin mega heiß auf das Spiel. Das stimmt! Und die Blaue macht extra einen Bogen, um mich noch zu treffen und der scheiß Bogen. Ja, ich hab grad fünfmal nacheinander kassiert. Ich glaube, es wird zwar null Let's Play tauglich, weil es wahrscheinlich 700 Folgen dann haben wird, weil man wahrscheinlich nur im Kreis rumläuft. Alter! Aber wie gesagt, einfach Hype. Ja, das stimmt. Also, es war einfach geil, es ist einfach fucking Legend of Zelda und es sah einfach gut aus. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist dieses Technische daran. Ja, das passt auch nicht so gut rein. Ich fand, also der kommt raus in so einem komischen Raum und dann liegt da ein Tablet rum und da steht so Authentifizierung, ich kann nicht sprechen. Aber, ja, keine Ahnung, ich hoffe mal, das wird nicht so viel reingebracht. Doch, wird. Und zwar ersetzt es die ganzen Dungeon-Items. Ihr habt jetzt quasi dieses Tablet und statt Dungeon-Items, zum Beispiel ein Boomerang, kriegt ihr danach, keine Ahnung, so eine neue Software auf euer Tablet und könnt damit dann auch neuen Scheiß machen. Ja, das finde ich echt nicht so geil. Ich finde, das passt halt gar nicht in Zelda rein. Das passt halt nicht, weil Zelda hat ja schon immer dieses Mittelalter-Setting so mit Burgen und genau. Princess und... Shaker Slate heißt es. Ja. Es ist ein Tablet. Ja, es ist so ein Tablet. Ja, genau. Ich finde es halt Tablets witzig, dass dann ausgerechnet das Spiel, wo es um Technologie geht, dass es dann Breath of the Wild heißt. Ja. Also das finde ich echt ein bisschen schade. Da hätten sie lieber bei dem alten Magie-Style bleiben sollen. Ja. Und genau, es gibt jetzt so eine neue Lautstärke-Anzeige. Die sieht so lila aus. Das ist quasi, dass ihr euch so ein bisschen ansneaken müsst und so weiter. Aha. Ihr könnt ja die Gegner so von hinten wegsnicken, so wie im Batman. Es gibt jetzt auch unendlich viele Bomben und es gibt auch bessere Physikeffekte. Das war da vorher nicht so, also ihr könnt jetzt zum Beispiel einen Felsen nehmen und den runterrollen, dann sterben die Gegner da unten. Aber wie gesagt, sah einfach geil aus, nur diese Technologiekomponente ist so, das ist das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist. Aber sonst einfach Bombe. Und von der Story her steht auf der offiziellen Website, dass es um das zerstörte Hyrule-Königreich gehen soll. Ja, das hat man auch so ein bisschen gesehen, so in der Gameplay, so mit bisschen Ruinen und alle hocken so draußen rum und so. Das heißt aber, dass das Spiel chronologisch von der Timeline her wahrscheinlich ganz weit hinten spielt. Okay. Denke ich mal zumindest. Ich meine, danach ist quasi diese ganzen alten Zelda-Teile, die sind danach quasi so eine Art Legende. Und ja, ich glaube, so ist es dann so ein bisschen. Ja, ich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung. Habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt, also die ist mir eigentlich relativ wurscht. Na gut, ich habe halt diese geile Historia da, wo alles drin steht. Ja, okay. Okay, also, aber im Grunde und Ganzen war es das auch. Ja, also E3 war eigentlich, so vom Gesamtfazit her würde ich jetzt sagen, war eigentlich gar nicht so stark. Also nee, ich fand sie echt auch nicht so stark. Waren viele Spiele so dabei, wo man so viel sagen Bullshit. Kann. Ist okay, aber gab schon ein paar Mal. Also sehr viel Interessantes, finde ich. Ja, also das Einzige, was ich würde jetzt sagen, die Top-Titel sind so meiner Meinung nach Zelda, Battlefield 1 und dann vielleicht noch Mass Effect Andromeda und keine Ahnung. Also wie Skyrim gesagt, HD, nein, keine Ahnung. Nein. Relativ schwache E3. Ja. Also nicht nur von Nintendo natürlich. Ja. Auch von Nintendo, weil sie halt echt wenig gezeigt haben. Ja, sie haben halt wirklich fast nur, also halt The Legend of Zelda gezeigt. Ja, ist halt echt ein bisschen schade. Sonst war es halt immer so auf der E3, da hast du dich schon drauf gefreut, dass dir irgendwas Neues angekündigt wird, also, dass du überrascht wirst. Die letzte Direct war ja eigentlich so mittendrin irgendwie. Und das war irgendwie wie eine E3-Konferenz, fand ich. Ja. Mehr oder weniger. Also, schade, nächste E3 wird besser, hoffe ich. Aber ja, hoffe ich auch. Aber kann man nicht. Ich fand, es waren halt so viele grundsolide Spiele dabei, wo man sagen kann, ja, spiele ich, macht mir bestimmt auch Bock, aber gab schon nichts Neues. Ja, also. Und ich bin auch Erster geworden zum Ende des Parts. Also ich muss sagen, wir haben hier echt die Rennstrecken hier 1000 Mal gespielt, die wir hatten. Wenig Abwechslung. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was für Strecken wir überhaupt hatten. Die Gruppe war echt gut, also wow. Aber generell war es nicht schlecht, ja, ich war zweimal Erster. Aber ich war sehr oft Sechster. Naja. Das war's dann soweit.
Das war's von Gameplay, Rückmeldung und auch von der E3. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Mein Gott. Und würden uns auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Andere Sicht gibt es dann ja beim jeweils anderen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.